Ich bin da nahe, ich hab's falsch rum gemacht. Ich hätte das XYZ nennen sollen. Oh, das ist schon wieder so ein richtiges... fürs Gehirn so ein richtiges Training. Warte mal, ich gehe nochmal kurz zurück. Und muss das hier tatsächlich doch nochmal kurz umbenennen. Es tut mir leid. Ein bisschen durcheinander vielleicht. Ah ne, nicht Leerzeichen, sondern nichts. Dann ist das wieder unser Reiseportal. Na los. So, Entschuldigung, dann nach unten. Und wir nennen das Portal A. XYZ. Ja. Und auch das war wieder falsch. Ich bin so ein Narr. Wenn ich XYZ nehme, kann ich es ja nicht mehr benutzen. Ah. Es tut mir leid. Aber warum entschuldige ich mich überhaupt? Weil für euch ist es sowieso völlig irrelevant. Denn es ist ja... Ich muss es ja cutten. Ihr kriegt ja immer schön die perfekt geschnittene Version, wo die ganzen Portalsequenzen nicht drin sind. Also nervig ist es gerade eher für mich. So, jetzt gehen wir hier durch und geben dem Portal, was dann nachher tot sein wird, diesen Namen. Ich kopiere nochmal. So. Und ich bin jetzt auch so oft durchs Portal gegangen, dass ich das sowieso manuell dann nachher überprüfen muss, wo ich schneiden muss. Also da reicht es, das bringt mir überhaupt nichts, mir gerade Notizen zu machen. So, connecten. Hindurch. Sehr gut. Und weg damit. Das hier kann weg. So. Und das hier kann weg. Und jetzt machen wir es folgendermaßen. Wir haben ja 5 Notportale. Wobei ich das ein... Oh, komm mal wieder klar. Immer wenn wir aus den Ashlands wieder da sind, ne? Mit diesen Wettereffekten. Na los, mach das Gekrissel weg. Das kostet nur wertvolle Ressourcen. Und das hier war Not... Not 1. Notasche 1. Das ist unser Jagdgebiet. Das bleibt hier stehen. Aber 2... 3, 4 und 5, sowie A. Oder wir machen Note 6. Ja, so machen wir das. Okay, also, pass auf, folgendes. Ich nehme mal, ich kopiere einfach mal den hier. Und wir müssen von 2 bis 6 alle bauen. Da mache ich mal so. Damit. So. Oh. Laggedy lag. So. Und so. Ja. Sehr gut. Dann gehen wir ins Aschenlandeportal und bauen die Portale dahin, oder? Da hatte ich doch sogar einen Generator gebaut und entsprechend würde ich den auch direkt wieder auffüllen. Weil Knochen haben wir mehr als genug. Nehme ich mir sogar meinen ganzen Stack mit. Dann können wir den Rest einfach daneben schmeißen, ne? Oh ja, doch, mit den Schilden, das hat schon was, oder? So ein bisschen. Keine Ahnung, vielleicht können wir es noch wickeringiger machen. Ey, das ist voll schwer auszusprechen. Versuch das mal. So, hier durch. So. Und hier fülle ich erstmal das Ding wieder auf. So. Und jetzt bauen wir hier irgendwo die verschiedenen Portale hin. Das hier ist Asche. Genau, das Ascheportal überhaupt. Das will ich mal zentraler bauen. So. Das war irgendwie hier so hin. Damit wir eindeutig wissen, dass das hier nach Hause führt. So. Asche. Und die anderen baue ich mal. Warte mal, dann ist der hier ebenfalls im Weg. Den baue ich hier oben drauf. Damit er einfach nicht im Weg ist. So zum Beispiel. Und dann nochmal das hier. Das wird jetzt allerdings auch schwierig. Obwohl, eine Etage runter einfach, ne? Hier so hin. Ja, warum nicht? Komm. Ich baue mal, wenn das geht. Ist zu schräg, ne? Zu schief, glaube ich. Hier ginge. Dann mache ich... Ja, so ist aber auch doof. Nö, so will ich das irgendwie auch nicht haben. Wo bauen wir die denn mal hin? Ich könnte hier natürlich auch eine Konstruktion bauen. Irgendwie, aus Holz und so. Obwohl, warte mal, wir bauen die hier hin. So. Ah, ich mach mal, dass man da noch vorbeigehen kann vielleicht. Also so. So. Oh Gott, sieht das scheiße aus. Ich kann aber auch nicht durchswitchen. Ja, weil es ist funktional. Das passt schon.
Wir wollen ja einfach nur unsere Notportale nicht verschwendet haben. Oh, ich hasse es, wenn er das macht. Ich hasse das so. Digga, du sollst den nach da. Ey, come on. Na komm, dann reiß ich den hier nochmal ab. Und mache so. Und ja, es ändert nichts. Natürlich. Habe ich mir toll ausgedacht. Dann mache ich so. Weil wir brauchen 6, ne? Nee. 2, 3, 4, 5, 6. Ja, doch. Ja. Oh, komm schon, ey. Was soll das? Kann ich irgendwas bauen? Nein, kann ich nicht. Dann nehme ich mal kurz die Workbench. Kann ich auch nicht. Oh, ist das gerade nervig. Warte mal. Ich hack mal kurz ein bisschen Holz. So, da hinten. Hör damit! Ich brauche eigentlich nur normales Holz. Aber wenn dabei Ascheholz rumkommt, ist auch nicht schlimm. So, gut. Und dann baue ich da mal eine Konstruktion hin, ne? Warte mal, wir haben 3. Ich baue direkt komplette Konstruktion dahin. Bin ich ehrlich. Ah, ein Zwerg. Beziehungsweise Zwergin. Wer ist da? Na, ich bin's. Wer denn sonst? Oh. Immer noch ein bisschen Wut. Oh. Vielleicht sollte ich auch mal filmen. So. Ah, das gibt nur Ascheholz. Das ist gut zu wissen. Dieses Gestrüpp. Genau jetzt, wo ich Holz brauche, ne? Das normale. Gut. Wollen wir diesen Blitz schaden? Das bringt einfach überhaupt nicht 2 Holz. So, wie viel haben wir denn? 13. Ich glaube, das reicht schon. Ja, das hier nehme ich nochmal mit. So. Ah, auch Ascheholz. Und da können wir nochmal gucken. Ja, ne? Das gibt ein reines Ascheholz. Interessant. Und hier, ich weiß nicht, ich mach mal, dass wir 15, 16 haben, so in dem Dreh. So. Und du stirbst. Huch. Oh. Da fliegt gerade ein Helikopter über den Boden. Über das Haus, meine ich. 16. Gut. Ja, ich glaube, das passt schon. Ab nach oben. Boah, das ist ja nicht mal ein Baumstumpf. Schade, dass er kaputt gegangen ist. Ist, glaube ich, in einem Kampf passiert, ne? Oder? I don't know. So, und jetzt ganz ehrlich hier. Guckt euch das mal an. Wie sieht denn das hier aus? Wie Kraut und Rüben. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Und hiermit ebenfalls. Kann ich nicht mitnehmen. Schade. Oh oh. Ich habe Angst, dass das Edelholz verbrennt. Ach, kann es ja nicht, wenn es Item ist. Wie wir jetzt wissen. So, pass auf. Dann mache ich das hier so dran. Ja, so. Ich mache einfach mal. So. Dann hier dran. Und so. Wie viel Holz haben wir noch? Oh, nur noch 4. Ja, komm. Soll ich einfach Holz holen? Das ist mir jetzt echt zu blöd, das hier zu hacken. Ich wollte es eigentlich umgehen. Weil ich mir dachte, das ist dann einfacher. Aber ich merke gerade, es ist das Gegenteil. Also gehen wir mal kurz hier hoch. Schmeißen die Ressourcen hin. So, 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 so. Ascheholz. Und ich hole mal kurz Holz. Sorry. Perfekt. Ab nach unten. Und dann einfach einen kompletten Stack rausnehmen. Oh, Alter, das wird nachher so ein Spaß, das zu cutten mit diesen ganzen Portalen. Aber gut, was soll's. Immerhin haben wir es dann erledigt. Und vor allem, ne, hier dieses... Das ist hier dann frei... Oh! Was ist denn los mit dem PC, hä? Das ist aber unüblich. Wahrscheinlich, weil wir gerade wieder aus den Ashlands kamen, ne? Jetzt hat sich wieder leicht beruhigt. Keine Ahnung. Oh, Nachtmusik hat begonnen. Ja, Asquin, ja, komm.
Es tut mir leid, aber also da habe ich jetzt überhaupt gar nicht mitgerechnet, dass wir so viel Zeit vertrödelt haben. Gut. Boah, wie oft wir hier durch Portale gehen, ey. Ich glaube, das ist mein absoluter Rekord. Habe ich das Gefühl. So, wir haben gegessen. Wir haben die Tränke. Wir brauchen noch das Ding. So. Und packen das zum Hammer und hindurch. Ich werde mit Sicherheit irgendeine Portal... mindestens eine Portalsequenz vergessen haben. Huch. Ich bin hier runtergefallen. Ich war da wild. Ich wollte dieses Mal mal eine andere Runde gehen. Andersrum. Als wir das üblicherweise machen. Also wir gehen ja normalerweise hier hin und dann so rum. Und diesmal mache ich es andersrum. In der Hoffnung, dass wir vielleicht fündiger werden. Fündiger. Das wird ein bisschen zunehmen. So, ist hier irgendwas? Nee. Hier auch nicht. Ich habe natürlich auch jetzt meine Latte. Oh, Nest! Ja, da sage ich nicht nein. Her mit den Eggs. Da. So. Perfekt. Ja, und du, keine Ahnung. Nerv mal nicht, bitte. So, tschüss. Und weiter geht's. Oh, noch einer. Zwei sogar. So. Und Wurzeln. Weil da kommt auch ein Krieger. Warum leckt es so? Ich habe keine Ahnung, was gerade mit meinem PC los ist. Weil es ist doch... Wir sind doch in den Ashlands. Gerade. Hä? So, komm mal hierher. Da! Was ist das für ein... Weil wenn das so weitergeht, dann muss ich gleich mal kurz die Aufnahme pausieren, weil... Woran liegt das denn? Einen Augenblick. So, ich habe mal sämtliche Programme, die im Hintergrund laufen, geschlossen. Gut möglich, dass es da... Da war aber schon wieder so ein Lag-Spike. Hm. Aber ist besser, ne? Ja. Keine Ahnung. Also vielleicht lag es auch an Chrome und den ganzen Krempel, der im Hintergrund liegt. Eigentlich will ich mich gar nicht mit denen aufhalten. Oh, oh. Wow! Ach, ich habe ja Energieschild. Ich dachte gerade, ich habe kein Energieschild mehr. Huch, jetzt habe ich kein Energieschild mehr. Ah! Da ist der mit dem Stern. Vor dem habe ich Respekt. Ach, komm her! Du sollst dich ballern. Du sollst dich verkloppen lassen. Beziehungsweise hier Frost, komm. Ah, er ist sowieso gerade stunned. Perfekt. Aber ich will gar keine Zeit vertrödeln. Ich will Asquins finden. Deswegen laufe ich mal hier so lang. Aber einfach nichts. Ich habe das Gefühl, dieser Spot hier ist doch nicht mehr so gut für Asquin-Jagd. Wir haben hier immer mindestens drei gefunden. Und jetzt finden wir nicht mal einen. Ne? Also, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir müssen vielleicht eins der anderen Notportale mal untersuchen, ob da mehr Asquins in der Nähe rumlaufen. Weil seit dem Update ist hier gar nichts mehr los. Oh. Ein Morgen. Auf den habe ich gar keinen Bock. Da sind Krieger. Ja, komm, die ignoriere ich mal alle. Was liegt denn da unten? Oh, Asquins Stuff. Da ist wohl mal einer reingefallen. Bestimmt keiner mit Sternen. So, die Pilze nehme ich mit. Den Morgen da ignoriere ich mal. Ja, hier sind doch Asquins. Hat der einen Stern? Ja, nur einen. Ich gehe mal nach hier oben. So. Wollen wir den mit Stern trotzdem tame? Ja, ne? Ich gehe mal hier oben drauf. Und versuche ihn zu tamen. Immerhin, dann haben wir schon mal ein Sterne-Dingens. So. Und rein mit dir. Wow! Hier ist ja noch einer mit Stern. Hä? Warum ziehe ich den nicht rein? Nein! Warum habe ich den gerade nicht reingezogen? Ich weiß nicht genau. Moment. Oh, ist ein normaler Asquin drin. Glaube ich. Ah, jetzt ist der mit Sternen drin. Er ist reingerutscht. Oh oh, hoffentlich verprügeln meine Wurzeln den jetzt nicht. Scheiße. Das war jetzt nicht so klug. Nein, Wurzeln, lasst ihn. Scheiße.
Vielleicht despawn die Wurzel, bevor er stirbt. Oh oh. Energieschild, Energieschild. So. Okay, sehr gut. So. Den Asquinar möchte ich ganz gerne hier haben, damit er nicht auch noch mit reinfällt. Oder er läuft weg, das geht auch. Oh, der Morgan. Er hat doch Aufmerksamkeit auf uns. Ich zieh mal die Kapuze an. Damit unser Mana schneller regeneriert. So, er kann uns nicht erreichen, das freut mich. Ich mach sie alle auf einen Haufen. Hä, warum regenerieren wir denn so langsam? Ach, wir sind nicht gut ausgeruht. Ich bin so ein Narr. Ich hab's schon wieder vergessen, ne? Immer wenn wir auf Asquin-Jagd gehen, weil ich es gewohnt bin, schlafen zu gehen und dann gut ausgeruht zu sein. So, brenne! Bam! Und noch ein Feuerball. Und Frost. So, Feierabend. Und der Asquin ist ja noch am Leben, nee, ne? Nee, doch, der lebt noch. Sehr gut. So, Energieschild. Na komm. So. Hervorragend. Dann bringe ich dich mal um. Dann sammle ich Straußenfahren. Platziere mich oben. Und warte eine halbe Stunde. Dann sollte der ja uns gehören. Dann haben wir immerhin schon mal einen Ein-Sterne-Asquin, ne? Weil wir müssen ja sowieso früher oder später sie züchten. Dann machen wir das jetzt schon mal. Weil das stand ja auch noch an. Wir hatten ja schon mal einen gefangen und der ist dann allerdings gestorben, weil ich auf die weisen Worte von Maria nicht gehört habe, dass ich das oben abdecken soll. Hätte ich das mal gemacht. Oh, Leute, lasst mich doch mal in Ruhe hier. Ich mache euch doch sowieso platt. So, der kann schon mal anfangen zu fooden. Da unten ist auch noch Loot, ne? Huch, oh. Da ist noch einer mit Stern. Gut. Ich weiß nicht, ich glaube, es wird gleich Tag, aber der da drin kann ja jetzt nicht abhauen. Der ist ja in der Grube. Ja, der ist da noch, gut. Nee, komm mal hierher. Komm mal hierher, so. Und hier hin, da so. Schön wegkloppen vom Loch, damit er nicht auch noch reinfällt. Und wir können ein bisschen Tennis spielen mit ihm. So, und Frost. Auf Wiedersehen. Mit deinem Loot. Ah, wir sind überladen. Ja, von Grausten, Alter. Hier, 9. Ich glaube, die reichen nicht, ne? Oder? Ich glaube nicht. Ich suche mal noch mehr. Hier war ja überall noch was, oder? Oder sind die ganzen Dinger jetzt mittlerweile zerstört worden? Oh, Kohle! 10 Kohle? Wo kommt die denn her? Keine Ahnung. Ich schmeiß mal Knochen weg. Ja, vor allem hier die, Alter. Was soll ich denn damit? Da sind noch Pilze. Die sammle ich auch mal auf. Was sind hier das Straußenfahrzeugs? Ich finde nix. Moment. Ich glaube, bei den Ruinen dann eher, ne? Und ich glaube, wenn die, zum Beispiel dieser Lavaklumpen in so einer Ruine explodiert, dann zerstört er auch diese Spawn-Dinger. Also wie für das Straußenfahren. Und dann kann da natürlich nichts mehr nachwachsen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ja. Ja, da kommen natürlich noch mehr Feinde. Da ist noch einer direkt nebenan. Gut. Ich mal platt. Und tschüss. Und dann kommst du mal her. Daneben. So, und tschüss. So. Sehr gut. Hier ist auch Straußenfahren. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. Ich glaube, das reicht schon, was ich jetzt gesammelt habe. So. Ja, da mache ich wieder die. Und er ist da immer noch schön. Er ist gestorben? Er ist despawned? Ist er despawned? Wie kann das sein? Ich war doch immer in der Nähe.
Gut. Hä? Verstehe ich jetzt gerade nicht, warum der... Oder ist er gestorben? Aber wovon? Hä? Jetzt bin ich übelst verwirrt. Warum ist er denn jetzt weg? Weil er noch nichts gefressen hatte, als es Tag wurde? Hm. Na gut, was soll's. Gar nicht weiter wild. Ist ja nur, ne? Der hat ja keine 2 Sterne. Also so eine hohe Prio hat er denn nun auch wieder nicht. Ich werde mal hier... Eine Workbench haben wir nicht genug Holz für. Dann hole ich hier mal eben Holz. Weil, dann baue ich hier eine Workbench hin. Und damit die Sachen nicht despawnen, schon klar. Die Workbench kann natürlich dann despawnen oder kaputt gehen. Aber, dann ist das so. Ist ja nicht weiter wild eigentlich. So. Oh, Leute. Lasst mich in Ruhe. So. Hier ist noch mehr Ascheholz. Bringen die nur Ascheholz oder wie jetzt? Weil ich will eigentlich einfach nur 10 Holz haben. Wir haben schon mal 2. Wow! Gut. Aber egal. Was soll's. Dann sammeln wir nebenbei ja auch noch ein bisschen Ascheholz. Kann ja nicht schaden. So, bitte nicht in die Lava fallen. Dankeschön. So. Oh. Energieschild. Ja, und wir sind immer noch nicht gut ausgeruht, ne? Aber so sei es. Das mache ich jetzt mal eben. So, wie viel haben wir? 6. Und 8. Ich weiß nicht, geben die auch Holz oder nur Ascheholz? Die geben nur Ascheholz, ne? Tatsächlich. Komm, dann baue ich die ab. Geschenkter Gaul und so. Ah. So, dann noch ein Feuerball. Wow! Gut, Wurzeln. So. Na los, verprügelt sie! So, drauf da! Und piu, 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 piu. Tschüss. So, Axt. Hier, komm. Das hier sollte doch das letzte sein. Ah, da ist noch Raubböckchen. Her damit. Hier weg. So, wir sind überladen. Wie kann das sein? Wahrscheinlich vom Gewicht? Nö. Ach, das sind Knochen. Ich dachte gerade, das wäre Holz. Ja, dann ist egal. So. Und wir haben 10 Holz. Ja, haben wir. Dann gehe ich mal nach hier oben und stelle da mal eine Workbench hin. Hier haben wir noch mehr Straußenfahnen. Hör damit. Und da ist auch noch mehr. Das sammle ich ebenfalls auf. So. Dann müssen wir das nämlich nächstes Mal nicht machen. Da werde ich mal mich hier oben hinstellen. Ich mache die Workbench mal so hin, dass sie nicht nervt, wenn wir hier hochjumpen. Ah, verstehe. Wir haben hier gar nicht genug Platz. Verstehe, verstehe. Dann muss ich sie irgendwie ganz oben hinbauen, ne? Vielleicht. So zum Beispiel. So dass sie aber nicht stört. Ja, wie? Wie sollen wir sie hier hinbauen, ohne dass sie stört? Ganz möglichst dicht an den Rand, ne? So, na komm. So. Und dann Straußenfahren davor. Sehr gut. So, haben wir das für nächstes Mal erledigt. Und dann würde ich sagen, wir gehen zurück, ne? Also, kein Plan. Und dann mit dem einen Stern. Ich weiß nicht, warum der gerade despawned ist. Ich glaube, weil ich weg war. Und er noch nicht gefressen hatte, ne? Muss ich dann drauf achten. Also, wenn ich dann einen fange, dann sofort da Food reinschmeißen. Ne? Aber gut, wissen wir Bescheid. Ich würde sagen, wir gehen zurück. Und dann ruhen wir uns erstmal gut aus. Weil so geht's ja nun wirklich nicht, ne? Immerhin der beste Buff im Game, wenn wir mal ehrlich sind. Nie unausgeruht irgendwo hingehen. So, dann schmeißen wir das alles ins Lootloch. Das, das, das. Dieses, jenes, das hier. So, dann die Harpune wieder hier ran. Hä? Ah, jetzt macht das. So, dann können wir uns die Lampe wieder aufsetzen. Und wir machen hier mit den Ashlands weiter, ne? Ich hatte das Holz da ja hingeworfen.